Leute, ich wollte heute mal, da ich den Tag im Internet gefunden habe oder auf YouTube gesehen habe, den I Love Fall Tag machen. Und ich habe die Fragen alle auf meinem zwar coolen Handy. Und jetzt nicht raten, wo ich sitze, es ist gefährlich. Ja. Das Lieblingsnippen. Lieblingslippenprodukt. Ich habe jetzt vor kurzem, man kann es nicht mehr sehen, weil es ziemlich, naja, oft angefasst wurde. Ja, das ist der, ich weiß nicht genau, wie er heißt, aber Kiss Care Love Lip Balm von Essence. Da ist dieses Pink und der riecht Kaugummi. Super lecker. Dann. Dann der Lieblingsnagellack. Da ich zurzeit, weil ich im Krankenhaus arbeite, keinen Nagellack tragen darf, ist das blöd. Aber ich würde sagen, der ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der rote von Essence. Ich kann euch das hier unten in den Box schreiben. Ja, es ist so ein roter, der schimmert so leicht. Den Namen vergessen, aber es ist ein schönes Rot. Den habe ich ja schon ziemlich lange. Lieblings Starbucks Drink. Leider haben wir hier, wo ich lebe, kein Starbucks. Aber wir haben diese kleinen, fertig gemachten, die man im Supermarkt kaufen kann. Die stehen im Kühlregal und ja, die gibt's aber nicht überall. Ja, der, den ich am liebsten trinke, heißt, ich glaube, Seattle Latte oder irgendwie so. Was ist da die Skyline von Seattle drauf? Und ich wollte mal die Becher behalten, aber ich darf es nicht. Die sehen so schön aus. Favorite Fall Candle. Das ist ich weiß nicht genau, wie die Firma heißt, aber auf jeden Fall ist es eine, die ich weiß nicht nach was sie riecht, aber das ist eine Special Edition, die gab es jetzt bei Thiemann zu verkaufen, das sind so eine kleine Kerzen, Duftkerzen, das die sind normalerweise 2,50 und dann haben sie sich runtergesetzt auf 1,20, habe ich mir gleich 2, 3 geholt, 2 habe ich schon abgebrannt und 1 habe ich jetzt noch. Die riechen super. Ich hatte vorhin auch mal ein Bild irgendwo gehabt. Na. Liebstes Accessoire. Ich habe so einen Rundschal, der ist aus Wolle und der ist beige und mit so Glitzer eingewebt oder so. Auf jeden Fall ist er ist schön warm und ich kann ja mal ein paar Bilder davon hochladen. Ich mache einen Blogpost auf Tumblr und dann zeige ich euch das. Liebster Halloween-Film. Ich kenne mich mit Halloween-Filmen nicht so aus. Das ist das Ganze. Aber welche Filme, ich weiß gar nicht, Halloween Town. Die guckt meine Mutti mal, setzt mich mal mit dazu, weil die sind echt lustig. Ja. Lieblingsschokolade oder Süßigkeit von zu Halloween. Wir haben hier nicht so viele, aber ich glaube, wir haben auch ein paar. Wenn nicht, muss ich mir welche besorgen und dann werde ich auf jeden Fall nochmal ein Bild davon posten.
irgendwann, wenn es funktioniert, weil ich würde wirklich gern mal sowas. Es, so wie es in Amerika sowas gibt, aber sowas gibt es ja bei uns nicht wirklich, weil hier Halloween nicht so wirklich gefeiert wird. Ja, sowas will ich mich verkleiden an Halloween. Wenn ich blonde Haare hätte, würde ich als die böse Königin gehen von Snow White and the Huntsman. Das wäre cool. Aber ich kann nicht so rumschreien wie sie. Und ich habe auch nicht so schöne Outfits und nicht so schöne Haare. Und es sieht auch nicht so schön aus wie, ja, wie Charlize. Was jetzt mehr so ich wäre, weil ich ja dunkle Haare habe, dann würde ich eher Snow White nehmen. Einfach nur so. Weil mir gefallen die Haare von Kristen so. Ja. Mein. Okay. Was ich am meisten am Herbst mag, dass die Blätter so schön bunt werden. Das ist, weil ich habe es jetzt hier nicht gerade wirklich so, nur neben mir sind ein paar Bäume, die gelbe Blätter haben, aber ich habe irgendwo auf dem Weg hierher jede Menge bunte Bäume gesehen. Ich fand das so schön. Ich freue mich schon wieder auf Winter irgendwie. Ja. Joa. War das eigentlich alles? Wenn ihr eine Frage vergessen habt, muss ich jetzt mal gucken. Oh je. Ja. Okay, keine Ahnung. Naja. Ich würde jetzt mal schätzen, dass das alles war. Weil ich jetzt hier gerade nicht mehr sie. Ja. Jo. Ja, gut. Ja, hier gibt es jede Menge Videos. Jede Menge Videos. Jede Menge Videos. Ja, wir haben es ja sehr viele getan haben, unter anderem Barbie 07, wer hat noch was gemacht? Den Namen vergessen. Stila Baby 07 oder irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ja, auf jeden Fall jede Menge Leute. Und ich wollte den auch mal machen, weil mir irgendwie die Fragen gefallen haben. Vielleicht ist das doof, dass wir hier keinen Starbucks haben. Schon doof. Ja. Alles YouTube. Ja. Naja, gut. Dann. Das war jetzt ein sehr komisches Video, ich weiß. Und ich die ganze Zeit mit meinem Lippenstift rumspiele. Jetzt weiß ich doch nicht, wo ich jetzt hier sitze. Achtung. Jupp. Ach, meine Stiefel. Oh Gott, da kann ich. Ja? Es geht nach unten. Ja, weiß. Ja, gut, dann. So sieht es bei mir aus. Da ist ein Wunderbaum. Sehr schön. Ja, viele sind hier nicht. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.